Moin Utopies, wieder mal euer René von Famberg. Willkommen zum weiteren Kirmesvorstellung, vor Karussellvorstellung, weil der, also so gesehen für mich, die nächste Kirmes, wo wir vielleicht auch hinfahren, steht vor der Tür, der Sommersand in Münster, der vor in so gesehen sogar in 2 Tagen schon startet. Ich hoffe, vielleicht kriege ich das Video heute noch oder morgen. Aber ich will, dass es noch vor, dass der Send startet, dass das Video hochladen wird. Weil nämlich der Sommersend 2018 findet vom 21.06. bis zum 25.06.2018 statt. Ja. Stehen tun etwa 170 Beschicker vom Fahrgeschäften bis zum Zuckerwarten, beteiligen sich am diesjährigen Sommersend. Spaß und jede Menge Abwechslung sind deshalb garantiert. Und auch das Gruselige kommt nicht zu kurz. Ja, Gruselige, weil es gibt. Und damit kommen wir schon zu den Attraktionen. Ja, späterhin könnt ihr, gibt es noch viele Dinge zu erfahren, was ist am Donnerstag, warum es sich lohnt am Donnerstag hinzufahren, warum es sich lohnt am Freitag, Sonntag oder dem Montag hinzufahren. Aber dazu kommen wir erst gleich zum Schluss und da wollen wir doch gleich mit das Gruselige anfangen. Da steht einmal der Spuk, der Geistercoaster. Ja, und es wird natürlich alles wieder mit Bilder eingeblendet. Damit darf es aber nicht von einer Geister reichen. Da stellen sie gleich auch ein Geisterhaus hin. Heiliger Best bietet Gruselspaß für die ganze Familie. Ja, okay, für die ganze Familie kommt jetzt auch noch was. Einmal die Piratenrutsche. Eine riesige 12 Meter hohe Rutsche, die mit ihrer einzigen Malerei und Dekoration eine wahre Hingucker und nicht zu übersehen ist. Das Geschäft ist zum zweiten Mal in Münster mit dabei. Fertig machen zum Losfahren und abheben. Nicht mehr vom Send wegzudenken sind die Klassiker. Disco Jet ist ein richtiger Klassiker, der steht da eigentlich jedes Mal. Ein Breakdance. Und der Beachjumper. Ja, ich glaube früher Send oder so stand ja der Voodoo Jumper. Jetzt steht da der Beachjumper. Ja, und so wie die beiden münsterischen Autoscooter Formel 1 und Highway Nummer 1. Ja. Außerdem zu finden sind die Wilde Maus, eine Familie, Achterbahn und Loopings, aber mit Loopings. Ohne Loopings, nicht mit Loopings, ohne. Aber mit viel Fahrspaß. Das Schaukeln und Weben Karussell. Shake and Roll mit seitlich drehenden und Loopings sowie der Fahrgeschäft. Take Off. Das familienfreundlichste Laufgeschäft. Happy Family. Mit Spaß und 5 Ebenen und Europas größter Riesenrad mit offenen und geschlossenen Gondeln. Royal Parisienne. Oder auch so. Ja, seht ihr ja gleich im Bild. Und das rundet das Angebot ab. Kettenkarussell, ein Wellenflug. Ja, ist auch noch dabei.
Außerdem ist das Notellische Karussell der Wellenflug auf den Sent vertreten. Das Kettenkarussell bietet seit vielen Jahren größere Kirmesvergnügen. Aktionsreiche geht es hingegen bei Heroes zur Sache. Das Fahrgeschäft ist mit allen bekannt, Superhelden gestaltet und ist voll allem im Dunkeln ein besonderer Hingucker. Komplett wird das Zen-Vergnügen wird jedes Jahr von vielen weiteren Buden, die unter anderem für das liebliche Wohl sorgen. So, und jetzt. Ja, das waren die ganzen Fahrgeschäfte. Natürlich gibt es ja auch, wie gerade gesagt, Buden. Damit sind Fressbuden, Currywurst, was das Herz eigentlich begehrt. Was es eigentlich so auf der Kirmes so zu bieten ist. Jetzt kommen wir zu den interessantesten oder zu den Tagen Teil. Feuerwehr und Familientag. Donnerstag, den 21. Juni, also in 2 Tagen, startet auch der Send. Weil heute haben wir den 19., wo ich das aufnehme. Ich hoffe natürlich, dass es entweder noch am 19. oder erst, ich schätze mal, aber erst am 20. hochgeladen wird. Donnerstag, den 21. Juni, der Send beginnt ab 14 Uhr mit dem Familientag. 30% Ermäßigung bei allen Fahr- und Belustungsbilden. Geschäften und mindestens 25% auf einige Hauptartikel bei den Verkaufsgeschäften. Das gibt euch der Donnerstag. Also Donnerstag ist Familientag. Ich schätze mal, da werden auch viele Familien rumwatscheln. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Freitag, 22. Juni, das traditionelle Feuerwerk wird gegen 22.30 Uhr abgeschossen. Wenn es da schon dunkel ist. Aber schätze ich mal, um 10:30 müsste es eigentlich schon dunkel sein. Sonntag, 24. Juni, der Send läuft ab 11 Uhr zum Frühshoppen ein. Also hin, wenn ihr frühshoppen wollt. Ah, guck mal, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Montag. Am Samstag habt ihr Pech, da gibt's gar nichts. Dann kommt noch der Montag, dem 25. Juni, Winday. Wer die kostenlose Stadtwerke Plus Card besitzt, erhält beim Kauf eines Tickets ein zweites gratis dazu. Hier sind nochmal die Öffnungszeiten. Wann der sind geöffnet ist, Donnerstags und Montags von 12 bis 23 Uhr, Fahrgeschäfte ab 14 Uhr, Freitags und Samstags von 12 bis 24 Uhr, Fahrgeschäfte ab 14 Uhr, Sonntags von 11 bis 23 Uhr. So. Okay, Sonntag ist noch nicht der letzte, der letzte ist am Montag. Ja, und das war der Sommersend. Das war der Sommersend. Ja, und dann fehlt ja nur noch ein Send. Das müsste der Herbstsend sein. Aber wir haben jetzt erstmal den Sommersend durchgenommen. Also dann, wenn euch das heute wieder gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Farmdog. Tschüssi. Ich melde mich gerade kurz einmal zurück. Also, ja, es geht um das Video von der Kirmes-Vorstellung aus Münster. Oder die Karussell-Vorstellung. Tschüss. Ja, ich habe jetzt mitgekriegt, so gesehen. Das, was ich jetzt sage, wird hinter das Video geklemmt. Also für eine kleine Information. Es haben 2 Karussells abgesagt und 2 kommen wieder dazu. Einmal hat abgesagt der Beachjumper. Dafür ist so ein Flipper gekommen. Das müsste eigentlich
wissen, das ist so ein rundes Ding. Da sitzt ihr euch rein, das geht dann immer hoch, runter, aber ihr seid da nicht angeschnallt. Ihr könnt da auch so gesehen da wie in der Mitte. Wie öfters in dem Bayern-Stil. Wiss gemacht. Vielleicht habe ich davon noch ein Foto oder so rumfliegen. Und die Geisterachterbahn ist auch weg. Die kommt auch nicht. Dafür kommt eine andere Geisterbahn, aber welche das ist, das weiß ich nicht, aber trotzdem. Ja, und das waren auch die kleinen Informationen. Wenn euch das gefallen hat, Däumchen hoch, Abo dalassen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!